Tag 3 der Verhandlungen um eine Koalition in Berlin. Und ich sage erst einmal herzlich willkommen hier aus dem Europäischen Parlament. Eigentlich hätten wir jetzt über die Parlamentsdebatte des heutigen Tages gesprochen. Das verspreche ich Ihnen, das machen wir auch noch. Aber wir schauen natürlich zuerst einmal aus dem europäischen Blickwinkel nach Berlin, denn die Verhandlungen ziehen sich hin und das Ende ist nach wie vor offen. Ich habe die Gelegenheit, heute Morgen zu diskutieren mit zwei Gästen, die bei mir sind. Und das ist zum einen Nadja Hirsch, sie ist stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Liberalen im Europäischen Parlament. Und bei mir ist auch Constanze Krehl. Sie ist Vorstand der EU-SPD hier im Europaparlament. Ich sage erst mal einen schönen guten Tag. Guten Tag. Ja, ich sage es mal so, wenn wir heute nach Berlin gucken, wissen wir eigentlich nicht mehr, als wir gestern wussten, nämlich morgens um 10 Uhr. Ich richte die erste Frage mal an Sie, Frau Hirsch. Ihr Parteivorsitzender Christian Lindner hat mit dem Abbruch der Jamaika-Koalition gesagt, es ist besser, nicht zu regieren, als falsch zu regieren. Wie sehen Sie jetzt auf die Koalitionsverhandlungen? Haben Sie Mitleid mit der SPD? Nun, wenn man sich jetzt mal den ersten Entwurf anschaut, sieht man, dass eben sehr viel Papier produziert wurde, aber die Inhalte noch relativ überschaubar sind. Insofern ist es eher so ein Weiter-so. Insofern, ja, es ist nicht einfach, glaube ich, für die SPD, hier selbst noch in der Orientierungslosigkeit, aber mit jemandem zu kollidieren, mit der Union, die eigentlich einfach nur weiter so möchte. Frau Krehl, Sie waren bis Mittwoch noch in Berlin gewesen und haben bei dem Thema Europapolitik mitverhandelt. Wie stehen Sie heute an diesem Tag auch zu dem, was dort in Berlin passiert? Ist ein Scheitern tatsächlich auch noch möglich, dieser Koalitionsverhandlungen? Bis die Verhandlungen abgeschlossen sind, ist immer alles möglich. Ich wünsche mir, dass die drei Parteien sich einigen und dann auch die Möglichkeit geben, in einem Mitgliederentscheid in der SPD darüber entscheiden zu können, in eine große Koalition zu gehen. Aber natürlich, solange wie verhandelt wird, kann ich nicht sagen, was zum Schluss rauskommt dabei. Jetzt ist das Damoklesschwert, nenne ich es jetzt mal, was Sie angesprochen haben, auch dieser Mitgliederentscheid. Was passiert, wenn die Mitglieder der SPD wahrscheinlich irgendwann im Mitte März, Ende März, abstimmen werden, wenn es überhaupt zu diesem Koalitionsvertrag kommt. Was passiert eigentlich dann? Dann gibt es Neuwahlen. Die SPD kann das nicht freuen, weil die aktuellen Umfragen sagen, die letzten Zahlen vom INSA-Meinungsinstitut liegen vor, für eine große Koalition würde es dann nicht mehr reichen. Dann liegt das Handeln wieder beim Bundespräsidenten. Und es ist meines Erachtens auch dann noch nicht ausgeschlossen, dass es eben nicht zu Neuwahlen kommt. Das muss man dann wirklich bedenken, was danach passiert. Aber erstmal möchte ich mich beteiligen in einem hoffentlich positiv beendeten Koalitionsverhandlungsrunden, dass man sich für diese GroKo dann auch einsetzt, wenn man das Ergebnis auf dem Tisch hat. Das brauchen wir natürlich auch das Ergebnis. Sprechen wir gleich auch über dieses Ergebnis nochmal und was hoffentlich am Ende dann vielleicht in diesem Koalitionsvertrag drinsteht. Frau Hirsch, Sie hatten vorhin gesagt, dass wenn Sie auf die Punkte schauen, die jetzt verhandelt worden sind in diesem Positionspapier, diesem Koalitionspapier, dann sehen Sie vor allen Dingen Copy and Paste vielleicht auch ein Stück weit. Denn ich habe mir mal den Koalitionsvertrag von 2013 angeguckt und wenn ich das jetzt abgleiche mit dem, was Martin Schulz erklärt hat, nämlich ein Ende des Spardiktats, was er fordert, aber gleichzeitig auch mehr gegen Jugendarbeitslosigkeit zu tun oder auch die EU-Institutionen zu stärken. Da ist jetzt wenig mehr Konkretes dabei, als wir in diesem Koalitionsvertrag lesen konnten. Ja, das ist genau das Problem. Also ich habe auch im Speziellen das Thema digitaler Binnenmarkt, das ist einer meiner Schwerpunktthemen, angeschaut. Da steht natürlich das Bekenntnis drin, wie bei allen Parteien, dass man den digitalen Binnenmarkt vollenden möchte. Aber es steht leider relativ wenig Konkretes drin, wie das denn genau angegangen werden soll. Also ein Bekenntnis zu Europa ist auch definitiv drin. Aber wie genau es angegangen werden soll, wie können wir denn tatsächlich gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik auf den Weg bringen. Also konkrete Umsetzungsschritte, die fehlen leider komplett und daran scheitert es. Und daran ist es ja auch letztendlich in den letzten Jahren gescheitert, dass man nicht wirklich vorwärts gekommen ist. Also es ist wieder ein Stillstand programmiert. Stillstand programmiert. Frau Krehl, Sie haben mitverhandelt. Was steht konkret in dem Papier drin, was jetzt neu ist zu dem, was 2013 erklärt worden ist? Ich gebe Ihnen eine kleine Hilfe. Wenn man alle schauen zum Beispiel nach Frankreich und auf Macron, wenn ich mir dem sein Wahlprogramm ansehe, dann steht dort drin, wir wollen gemeinsame Eurofonds, wir wollen einen gemeinsamen EU-Haushalt, wir wollen einen gemeinsamen EU-Finanzminister. All das ist nach jetzigem Stand auch mit der CDU eigentlich nicht möglich. Was ist also neu an dem, was SPD und CDU, CSU dort vereinbart haben?
Also ich finde, neu ist schon mal die Tatsache, dass Europa das allererste Kapitel in dem Koalitionsvertrag überhaupt ist und das klare Bekenntnis, es steht im Grunde genommen in der Koalitionsvereinbarung drin, dass auch das starke Deutschland ohne Europa nicht vorankommt. Dieser Systemwettbewerb, in dem wir stehen, der wird klar beschrieben, auch behandelt, dass wir einen Stabilitäts- und Wachstumspakt brauchen. Das ist, ich sag mal, auch mit Martin Schulz in einer völlig anderen Position zukünftig, als das in jedem anderen Koalitionsvertrag vorher mal drinne gestanden hat. Und ich glaube, dass viele Punkte deutlich über das hinausgehen, was wir früher vereinbart haben. Wenn wir tatsächlich einen europäischen Währungsfonds unter Kontrolle des Europäischen Parlaments bekommen, dann ist das ein Riesenschritt vorwärts. Wenn wir es hinkriegen, gemeinsam einen neuen Élysée-Vertrag auszuhandeln und die Entwicklung, die Reformbedürftigkeit der Europäischen Union gemeinsam mit Frankreich voranbringen wollen, dann ist das ein ganz klares Bekenntnis. Ich glaube, es hat noch nie in einem Koalitionsvertrag drin gestanden, dass wir auch bereit sind, höhere finanzielle Beiträge zum europäischen Haushalt zu leisten. Und ich sag mal, auch für die Bürgerinnen und den Bürger, es sind viele neue Sachen drin. Wir haben einen strukturierten Dialog, Bürgerdialog vereinbart, um die Reform mit den Bürgerinnen und Bürgern zu diskutieren. Das hat es vorher so noch nicht gegeben. Das ist ja auch zum Teil das, was fehlt in der gesamten Europäischen Union, den Abbau von Skepsis, indem man Bürgerinnen und Bürger viel stärker an solchen Reformdebatten beteiligt. Und aus meiner Sicht, ich bin sehr froh, dass da drin steht, dass wir Investitionen fördern wollen, und zwar nicht nur den Juncker-Investitionsplan, sondern eben auch eine Regionalpolitik für alle Regionen. Das ist ein Bekenntnis, das es so vorher noch nicht gegeben hat. Ja, Sie hatten es gerade angesprochen, Martin Schulz, wo auch ganz klar seine Handschrift erkennbar ist, und sagt die CDU-CSU natürlich auch, wir sind die Europapartei. Aber lassen wir das einfach an der Stelle stehen. Kommen wir auf Martin Schulz. Die Debatten, die jetzt laufen, die drehen sich auch um seine Person zu diesem Zeitpunkt. Es geht um Personalfragen. Man fragt sich, was seit gestern 10 Uhr heute im Konrad-Adenauer-Haus und auch gestern thematisiert worden ist. Wird Martin Schulz vielleicht auch zurück nach Europa gehen, wenn es denn dann zu dieser Koalition kommt? Dazu kann ich nichts sagen. Und selbst wenn ich etwas wüsste, würde ich dazu nichts sagen. Das ist nicht mein Job, das ist Martin Schulz' Job. Glauben Sie, dass Martin Schulz zurückkommt? Ich frage Sie die Frage, weil letztendlich nach diesen ganzen Themen, 167 Seiten, das ist zumindest der Stand, den ich habe, hat dieses Koalitionspapier, was jetzt vorliegt. Deswegen im Grunde genommen ganz viele inhaltliche Punkte, Milliardeninvestitionen beispielsweise in dem Bildungsbereich, das müsste auch ja Ihnen entgegenkommen, Frau Hirsch, aber gleichzeitig natürlich auch in den sozialen Wohnungsbau. Es ist viel zu verteilen, hat man das Gefühl, in Berlin, aber irgendwie kommen diese zwei Parteien doch nicht zusammen. Sind die Personalfragen dann vielleicht doch das entscheidende Zünglein an der Waage? Na gut, Personalfragen sind sicherlich hier jetzt auch schon weit in der Diskussion fortgeschritten, weil letztendlich weiß man auch, dass Dinge umgesetzt werden oder auch nicht. Und das hängt und fällt, steht und fällt natürlich auch mit den Personen. Martin Schulz ist natürlich angeschlagen, das ist auch ganz klar. Er hat nie wirklich diese große Koalition gewollt. Insofern ist natürlich die Frage, soll er etwas, was er mich mit vollem Herzen hier in Berlin vertreten kann, machen? Oder soll er wieder als gescheiterter Bundespolitiker zurück nach Europa? Ich glaube, beide Optionen sind nicht wirklich gut für ihn. Insofern wird er sehen, was wahrscheinlich für ihn das kleinere Übel letztendlich auch sein wird. Wir werden es auch sehen, denn letztendlich steht er im Wort. Das hat er mehrmals erklärt, auch in Fernsehinterviews im Verlauf der Verhandlungen. Machen wir jetzt mal einen Themensprung, denn wir werden vielleicht im heutigen Tag erfahren, ob das was geworden ist und ob das was wird in Berlin. Gehen wir auf das, was heute hier im Europäischen Parlament diskutiert wird. Das sind vor allen Dingen zwei Themen, nämlich einmal die Frage, was passiert nach dem Ausscheiden Großbritanniens aus der Europäischen Union mit der Sitzverteilung. Frau Krill, an Sie die Frage, da sind Sie sich ja eigentlich einig. Wird man letztendlich dahin gehen, dass man sagt, man wird diese Sitze verteilen auf die anderen EU-Länder? Oder ist nicht eigentlich auch ein Verschlackungsprozess der Europäischen Union und auch des Europäischen Parlaments notwendig? Also zum ersten Mal mit den 751 Abgeordneten im Europäischen Parlament für über 500 Millionen Einwohnerinnen und Einwohner sind wir deutlich kleiner als der Deutsche Bundestag. Das nur mal zur Erinnerung. Ein bisschen. Im Verhältnis zu 80 Millionen Deutschen, die den Bundestag haben, ist das schon absolut.
Aber vielleicht auch nicht erstrebenswert, wenn ich das sagen darf. Indien beispielsweise hat auch um die 700 Abgeordnete in ihrem Parlament und hat über 1 Milliarde Einwohner. Aber das nur zum Rande. Aber kommen Gut, wir zu der Sitzverteilung. Nehme ich an. Ja, wir werden die Sitze nach unseren Vorstellungen nicht komplett verteilen, sondern werden beides tun. Wir werden einige Ungerechtigkeiten versuchen auszumerzen in der Sitzverteilung, die wir aktuell in den Mitgliedstaaten haben. Aber wir werden auch einige Sitze zurückbehalten. Und ich hoffe, dass es eine Mehrheit geben wird für die transnationalen Listen, dass wir einen Einstieg haben bei den Wahlen zum Europäischen Parlament, wo wirklich Bürgerinnen und Bürger europaweit Abgeordnete wählen können. Da sind Sie sich beide, glaube ich, einig. Sie hatten gerade das Stichwort genannt, diese transnationalen Listen. Ich würde noch einen Satz hinzufügen, nämlich die Sitze, um die es geht, die man zurückhält, die gelten für die neuen Mitglieder der Europäischen Union. Wir haben gestern die Diskussion erlebt rund um die Westbalkanstaaten, also vielleicht auch für eine mögliche Mitgliedschaft dieser Staaten zurückgehalten. Aber die transnationalen Listen, beide sind Sie sich einig. Deswegen frage ich Ihnen die Frage nicht, Frau Hirsch, ob Sie das genauso gut finden. Wenn ich jetzt einmal die Position der EVP-Fraktion im Europäischen Parlament bedenke, ich hatte vor wenigen Tagen die Gelegenheit, mit Elmar Brok zum Beispiel darüber zu sprechen. Der sagt ganz klar, die transnationalen Listen, also das Wahlsystem, was ermöglicht, dass ich als Abgeordneter mich europaweit zur Wahl stelle und ich als Bürger die Möglichkeit habe, auch einen spanischen, einen portugiesischen oder französischen Abgeordneten zu wählen, das würde im Grunde genommen die Vertretung auseinander dividieren lassen, dass ein Mandatsträger letztendlich auch Ansprechpartner vor Ort ist. Warum ist das richtig, wenn wir das in eine so, ich nenne jetzt mal supranationale, in ein supranationales Wahlsystem umwandeln? Also ich glaube, die Frage ist immer, wohin möchte man? Und zum Beispiel als Liberale sagen wir ganz klar, wir wollen ein europäisches Parlament stärken und wir wollen auch einfach ein stärkeres Zusammenwachsen auch des insgesamte Europas. Das heißt, jeden Tag stellen wir uns eigentlich heute schon als Europaabgeordnete, wenn wir unsere Hand heben, machen wir das jetzt nur in Anführungszeichen für den Wahlkreis oder für das Land, das uns geschickt hat, für Deutschland? Oder haben wir nicht auch schon jetzt die Verpflichtung, darüber nachzudenken, wenn ich meine Hand jetzt hebe, was heißt denn das auch für Kroatien, für Finnland, für Österreich? Also ich glaube, das ist die Frage, wie definiert sich auch ein Europaabgeordneter im Europäischen Parlament? Und wenn man die Intention hat, wir wollen wirklich auch gemeinsam als Europäer auch in der Außenwirkung nach außen stark werden und mit einer Stimme sprechen, ist dieses, sage ich mal, auseinanderdividieren, aus welchem Land komme ich jetzt und welche Interessen vertrete ich im Detail, eigentlich nicht wirklich zukunftsweisend. Natürlich, ich bin aus München, aus Bayern, natürlich habe ich dieses immer speziell im Blick. Aber das heißt nicht, dass ich sozusagen die restliche Europäische Union aus dem Blick verlieren darf. Und darum geht es letztendlich. Frau Hirsch, ich sage herzlichen Dank. Wir werden sehen, wie diese Debatte um transnationale Listen auch im Europäischen Parlament heute ausgehen wird. Jetzt schauen alle Augen erst einmal nach Berlin und die spannende Regierungsbildung dort. Ich sage herzlichen Dank an Sie beide für dieses Interview heute Morgen und an Sie, liebe Zuschauer, einen herzlichen Gruß hier aus Straßburg und zurück nach Bonn.